Wie können Museen trotz Pandemie sicher öffnen? 50 Sicherheitsexperten, Ingenieure und Museumsbetreiber widmeten sich dieser Frage beim ersten Symposium Berliner Museen. Das Deutsche Technikmuseum und der Deutsche Expertenrat Besuchersicherheit luden in Kooperation mit der Senatsverwaltung Berlin und dem Landesverband der Museen zu Berlin hierzu ein. Nach einer kurzen Einführung waren die Schwerpunkte des Tages der rechtliche Umgang mit Covid-19. Wie macht man eigentlich ein Museum wieder auf? Die Bewertung der Lufthygiene. Innovation in der Museumsausstattung. Der persönliche, fachliche Austausch ist sehr wichtig. Mit den geeigneten Sicherheitsmaßnahmen ist dies auch während der Pandemie möglich. Die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern in Museen kann auch weiterhin dank technischer und organisatorischer Maßnahmen gewährleistet werden. Der Deutsche Expertenrat Besuchersicherheit unterstützt die Museen in dieser dynamischen Lage dabei, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse unmittelbar in die Praxis übertragen zu können. Zur Förderung des fachlichen Austauschs sind künftige Symposien in Planung. Wir freuen uns auf die nächste Runde.